So, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei den Siedlern. Zwei, die nächste Generation. Eisenerz gefunden. Ach, hier, okay. Ich mache wieder ein bisschen Geschwindigkeit hier an. Okay, wir wurden angegriffen. Wo wurden wir angegriffen? Hier. Frechheit. Trauen sich ja einiges, muss man schon sagen. Mühle. Hier haben wir alles erobert. Ich würde mal sagen, Angriff. Ah, guck mal, da kommen sie von allen Seiten. Die werden überrannt. Es ist ja fast schon traurig, du. Angriff! Unglaublich. Und trotzdem noch einige Soldaten hier. Guck mal, da kommen immer noch nach wie vor Leute, aber die kommen halt aus dem Inland, da werden im Zweifel neue ausgebildet. Das ist übrigens nur ein Unteroffizier, der hier fightet. Ich hätte lieber einen General da gehabt. Also wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke auch, der Unteroffizier wird seinen Job tun hier. Schade ist, wenn man auf die... Ah, jetzt ist da schon wieder einer, der wird sterben. Einen General gebraucht. Ja, der ist gestorben. Oh, die haben echt noch viele Einheiten da. Ah, die kommen die ganzen Einheiten noch aus dem Inland. Meine Güte. Die Wirtschaft wohl noch nicht genug geschädigt. Mal eben kurz schauen. ...102 Goldmünzen, okay. Noch mehr als genug. Boah. Okay. Das wird wohl noch eine Zeit lang dauern hier. Guck mal, die kommen immer wieder neue nach, ja. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Hier wurde Eisenerz gefunden. Ah, endlich. Ich setze hier einfach mal Eisenbergwerke hin. So, Angriff. Der hat auch, sehr schön. Der hat auch, Dingens, wie heißt es? Oh, wir werden angegriffen. Der hat auch Esel. Hier, die kann ich... Brauche ich keine Soldaten dran. Aber hier hätte ich gerne welche. Guck mal, wir werden hier wirklich angegriffen. Das ist eine Sauerei, du. Angriff. Und hier sollte ich vielleicht nochmal ein Lagerhaus hinsetzen. Damit die Soldaten sich hier mal zurückziehen können.
Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier einfach noch mehr Zwischenschritte. Okay, die kommt von hier hinten auch. Das finde ich auf jeden Fall gut. Hier ausschalten. Brauche ich mich jetzt auch keine. Es reicht, wenn hier die beiden noch besetzt sind. Portal ist schon hier. Also wir müssen uns hier jetzt nur noch, ja, gar nicht mal so weit durchfalten. Kann ich sogar noch mal zwei Fischerhütten hinsetzen, um ein bisschen Fischproduktion zu bekommen. Die werden langsam aber sicher arm hier. Dann hätte ich gerne hier nochmal einen Geologen hin. Ja, hier müssen langsam aber sicher Soldaten hinkommen. Da kommt auch schon einer. Angriff. Brauchen mehr Soldaten da. Und das ist Hauptquartier. Also wir sind schon sehr, sehr nah am Sieg hier. Also das sind die letzten Reserven, die er hier rausbombt. Ich frage mich übrigens, wie effektiv das ist mit der Schweinezucht. Muss mal gucken, ob ich das demnächst auch mal ausprobiere. Zack. So, Soldaten auslagern. Brauche ich hier nicht. Dass die hier natürlich auch gleich wieder zurückkommen. Das sind die einfachen Soldaten, die hier hinkommen. Die sollen aber nicht die einfachen, es sollen die... Wie ging das nochmal? Wo waren die Militäroptionen? Starke Soldaten bevorzugen. Ja, auf jeden Fall. Naja. Ich würde das hier auch irgendwie mal... Oh, hier, Hauptquartier haben wir zerstört. Aber dass hier auch die Goldmünzen ankommen, da sehen wir schon wieder, da ist eine Goldmünze. Ich finde es auch beeindruckend zu sehen, wie schnell wir unser Gebiet doch bis hierhin erweitern können. Ja, und hier tatsächlich auch relativ schnell die Materialien hinbekommen. Klar. Mission gewonnen. Oh. Warum verstehen uns diese Nubier immer falsch? Wir müssen unbedingt ihre Sprache erlernen. Man hätte sicherlich eine friedliche Einigung finden können. Immerhin verstanden einige unserer Gelehrten, dass die Menschen in eine grüne und rohstoffreiche Tallandschaft zogen, um sich einem der dort ansässigen Stämme anzuschließen. Uns blieb nur zu hoffen,
dass man uns nach dem Durchschreiten des Tores nicht wieder so herzlich empfangen würde. Okay. Schade, ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen weitermachen, aber der Gegner ist halt einfach besiegt. Also, da gibt's nicht mehr viel zu machen. Das Portal haben wir hier halt auch erreicht. Das reicht sogar bis hierhin. Ja, also, tatsächlich vergleichsweise einfach. Ich hätte jetzt gerne nochmal... Ah, hier, guck mal. Fisch ist da. Und Fisch wird in die nicht funktionsfähige Mine reingepumpt. Zack, und dann geht's hier auch los mit der Arbeit. Direkt noch ein zweiter Fisch hinterher. Zack. So sehe ich das gerne. Eigentlich tut mir das fast im Herzen weh, diese Map jetzt hier einfach wegzugeben, weil ich einfach hier so viel auch Herzblut reingesteckt habe. Ja, es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Siedlung hier entwickelt hat. Ich meine, wir haben ja wirklich, es ist wie so ein riesengroßer Ameisenbau. Es ist einfach, ich sag's dann immer gerne wieder. Und hier sieht man es auch, weil die Pfade, die sind alle so, so ausgeprägt hier. Guck mal, daran sieht man, dass hier oft langgelaufen wurde. Und ich sehe halt hier auch, hier sieht man halt auch sehr schön, ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir hier waren, ja, als das hier alles noch unbekannt war, ja, da hatten wir eigentlich, ganz am Anfang hatten wir halt nur dieses Gebiet hier, ja, wir dachten, ja, okay, hier, das war's, und ich dachte auch eigentlich, wir müssten mit einem Schiff übersiedeln. Ja, und wie könnte ich jetzt eigentlich, das würde ich auch gerne mal... Ich habe keine Ahnung, wie man jetzt los segeln könnte. Kann ich es nicht bewegen? Guck mal, so kann man übrigens hier auch ein bisschen rumspielen. Aber das tut mich. Ich weiß nicht, wie ich jetzt die Expedition hätte starten können. Keine Ahnung. Aber es ist auch ganz gut, dass die Mission jetzt hier zu Ende ist, weil wir ja auf jeden Fall die natürlichen Ressourcen hier schon ordentlich erschöpft haben. Also wir müssten uns da echt auf neue Ressourcensuche begeben. Was ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz nachgucken möchte, ist, ja, hier, guckt euch das mal an. Unsere Bootproduktion, 149, 105 Fische, einfach nur genial. Eisen haben wir gar keine, Goldmünzen haben wir auch, aber noch 98. Eisenerz haben wir auch ein bisschen was jetzt wieder. Schwerter und Schilde, jeweils 100. Bier 248. Kinder, wir könnten noch eine Armee aufstellen von Generälen. Du, das gibt's gar nicht. Wir hätten Ressourcen, um noch einen Angriff zu starten. Wir könnten den hier noch 20 Mal erledigen. Überhaupt gar kein Problem. Hier sind nur Generäle drin, das ist auch eine Ausnahme von dem hier. Aber da würden gleich wahrscheinlich Münzen hingeliefert werden und dann zack. Hier hat jetzt gerade auch wieder eine Münze reingeliefert. Das ist so lustig. Hier wahrscheinlich nur Generäle drin. Ja, fast nur. Ich guck mal ein bisschen zurück. Da, wo ich nicht geschrieben habe, dass die Soldaten sich auslagern sollen. Hier sind 4 Goldmünzen drin. Warum sind denn hier so viele Goldmünzen eingelagert? Ah, Kinder. Jetzt müssten hier aber übrigens Soldaten rauskommen, ne? Ah, hier. Von dort, da ist ein Soldat. Wo kommen hier jetzt noch Soldaten? Wahrscheinlich vom ganz aus dem Inland hier. Macht einfach Spaß, sich die Siedlung hier anzugucken. Holz haben wir auch mehr als genug. Stein müssten wir irgendwann Neues irgendwie organisieren, aber...
Und die Eisen. Selbst hier am Arsch der Heide, ne? Mal gucken kurz, ob hier Brot ankommt. Ich meine, selbst hier läuft die Produktion auf 100% bei beiden. Ja, hier wird das Eisen zwischengelagert. Und da holen sie es dann wieder raus. Nehme ich mal jedenfalls an, aber anscheinend doch nicht. Eigentlich müsste das Eisen von hier bis ins Basislager gebracht werden. Übrigens auch cool, dass die Esel bis hierhin arbeiten. Bis hier haben wir schon Esel. Richtig cool. Na gut, liebe Leute, ich schwärme hier zu viel von dem Spiel und von diesem Level. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Das war's mit Mission Nummer 3. Im nächsten Part geht's dann weiter mit der nächsten Mission. Und ja, ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.